Moin Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Live the Life. Heute die Kootenai Ice gegen die Americans und ich weiß noch gar nicht, woher sie kommen. Auf jeden Fall weiß ich, dass wir heute besonders vorsichtig sein müssen, denn mit den Americans kommt nicht nur ein knallharter Gegner, sondern erstens der erste der Liga aktuell und auch Jason Faeser, der in den Torwertungen direkt hinter uns kommt auf Rang 2. Und da müssen wir höllisch aufpassen mit unserer Defensivschwäche. Und wir wollen mal sehen, ob wir heute wieder punkten können. Blattmann im letzten Spiel leider nicht geklappt, hatte gute Möglichkeiten, aber er hat sie dieses Mal nicht genutzt. Und das will er heute anders machen, das hat er versprochen. Und wir hoffen, dass er das halten kann. Also die Partie der Americans gegen die Ice. Und endlich wieder ein Heimspiel. Und ich weiß immer noch nicht, wo die herkommen, die Americans. Das ist echt peinlich. Habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt, verdammt. Aus TC. Tri-City. Oh, die Americans 8 Siege. Und 2 Niederlagen aus den letzten 10 Spielen. Und das ist natürlich eine ganz, ganz üble Sache aus unserer Sicht. Aber da geht's schon los. Blattmann, er will erstmal die Americans in die Schranken weisen und sagen, hey, hey, hey. Also wenn ihr euch mit uns anlegt, dann fahrt er schlecht. Und Faeser, der muss hier auch gleich mal einen Check hinnehmen. Und die Partie verspricht spannend zu werden, liebe Freunde. Diese Partie verspricht, was macht ihr denn? Über die blaue? Jawohl. Ah, komm schon, komm schon, komm schon, da geht was. Jawohl, da haben wir die Scheibe abgenommen. Es gibt's doch nicht. Ah. Der Auftakt, sehr, sehr dubios. Oh Mann, ey, da stand ich im Weg, tut mir leid. Sei es rum, weiter angreifen und der nächste Check. Jo, 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 jo. Und komm, du bleibst noch, ich will den Schuss hier noch. Oh, jetzt bricht mir der Schläger noch. Was für ein Pech, meine Damen und Herren, aber ich muss sowieso raus, der Turn vorbei. Aufregende erste Minuten hier in dieser Anfangsphase. Nichols auf Doe. Oh, Vorsicht, Leute. Vorsicht. Und wir brauchen unbedingt einen anderen Trainer. Das hat Blattmann ja auch schon. Einen anderen Trainer, einen anderen Torwart. Das hat Blattmann ja auch schon so leicht angedeutet in dem Vier-Augen-Gespräch mit einem Trainer. Und ja, das sollte möglichst nicht rauskommen. Denn sonst kann das ganz schön für Unruhe sorgen in der Mannschaft. Hinten geht es schon wieder hoch her. Also die Anfangsphase gegen die Tri-City Americans. Sehr, sehr dubios. Heißt er tot? Ich habe da gerade einen Spieler. Heißt er tot? Fiebelkorn. Der Name im Tor sagt schon alles. Geil. Fiebelkorn. Naja, ich darf nicht drüber lachen, wenn die nachher die 2 Punkte einsacken. Dann stehen mir Davies Hermenle im Wald. Versuch hier vorm Tor zu bleiben. Hat er sich gut gelöst, Topping. Ey, was haben die für Namen? Wo kommt ihr denn her? Aber egal. Nicht drüber lachen. Ansonsten kann das ganz bitter enden. Montgomery. Komm jetzt, meine Herren. Bleibt dran, bleibt dran. Ich muss unbedingt an der Geschwindigkeit arbeiten. Da kann ich nämlich noch einen kleinen Vorteil rausholen. Wenn ihr es dann wisst, wer als erstes rüber soll, sagt er mir Bescheid, ne? Eieieiei. Topping. Holt sich die Scheibe und das war gerade nicht optimal. Tot, der ist wirklich tot. Oh mein Gott. Ist das geil. Komm schon, da geht noch was. Bring die Pille vor. Oh Mann, ey. Wenn ihr immer nur so lange wartet und 5 Zwischenstationen bringt, 0-0 nach den ersten 20 Minuten. Aufregendes Eishockey auf jeden Fall. Aber Blattmann, der regt sich hier auf, man merkt's, denn einige Sachen, die da gerade vorgefallen sind, das hätte man anders lösen können. Aber wir sehen uns gleich zum Mittelabschnitt. Es bleibt weiterhin spannend. Dranbleiben.
Und da haben wir es gerade noch mal ganz kurz gesehen, der heißt wirklich Tod. Tod, Topping und Fiebelkorn. Mann, ich hätte zu den Tri-City Americans gehen sollen. Das wäre echt geil gewesen, aber egal. So, Drittel Nummer 2. Und wir wollen natürlich jetzt endlich mal einen Treffer sehen von unserem Schützling. Montgomery bringt das Ding rüber. Blattmann. Oh. Mann, ey. Das gibt's doch nicht. Bombs. Und da gibt's einen Bulli. Oh, ich wollte gerade sagen, da gibt's eine Strafe, weil in dem Moment, wo ich gecheckt habe, und ich hatte ihm sogar den Helm ausgezogen, der fliegt zu uns auf die Strafbank. Oh Mann, ist das geil gerade, das Spiel. Das hat ganz schön gezwiebelt. Ah, da kann man ja sich vorstellen, which topic you want? Oh, I take body check. Oh Gott. Wo bin ich hier nur gelandet? Gegen die Tree City Americans. Bombs und der nächste. Ich zeige heute hier Präsenz auf dem Eis. So geht's natürlich nicht, liebe Freunde. Was im letzten Spiel die Rebels mit uns veranstaltet haben. Und das lasse ich jetzt an den Americans aus. Und Fiebelkorn. Der alte Hund. Hast du hier ein Problem? Brauchst du nur herkommen. Ich fange jetzt keine Schlägerei an, weil ich kann es mir nicht leisten, 5 Minuten vom Eis zu gehen. Das soll dann jemand anderes machen. Aber die Spieler der Americans, sie mussten schon harte Checks einstecken. Also wie heute in besser Checking-Laune. Komm, bring die Scheibe vors Tor. Ich stehe bereit. Und was macht er stattdessen? Scheibenverlust. Oh! Riesenchance für die Tree City Americans. Und nochmal. Und der gehört jetzt uns. Liebe Freunde, liebe Freunde, liebe Freunde, hol das Ding. Und gib's mir. Jawohl. Komm schon, Reinhard nach vorne, Montgomery. Ich geh rechts. Rüber. Da hätte ich den. Nein! Ah. Da merkt man's noch. Also, wenn ich mit einem NHL-Spieler beim Bier Pro spiele und hab die Wendigkeit und die Antrittsstärke, da merkt man den Mega-Unterschied noch zu Blattmann. Da zieht er sich durch. Komm schon. Ah, das ist auch einer von denen. Dammit. Komm, Montgomery, den kriegst du. Los. Wo ist er? Ha, yes. Jetzt ist er drin. Endlich. Die Nummer 21. Brock Montgomery. Mit dem Tor Nummer 7. Und auch wenn es ein bisschen gedauert hat. Er ist drin und wir haben den Punkt. Wir haben den Assist Point. Gegen die Tree City Americans. Wir führen. 8 Minuten noch zu spielen im Mittelabschnitt. Und das Spiel, das läuft einfach. Es macht einen Heidenspaß, gegen die Americans aufzulaufen. Viele Checks, viele Chancen. Und vor allem heute eine Bissigkeit der Eis. Das ist unglaublich zu Hause. Und hier haben wir die Werbung für die Shreddies. Oh Mann, was ist heute los? Stromwall, Dow. Also die haben nur krasse Namen hier bei den Americans. Und da haben wir Faeser. Auf den müssen wir aufpassen, Skavsky. Sehr schön. Faeser, der unmittelbare Verfolger von Blattmann in der aktuellen Torwertung. Ich habe es ja angesprochen. Auch wenn es noch ziemlich, ziemlich weit weg ist. Hier Blattmann im Fokus. Dank der vielen Checks. Hier habe ich den Tod gecheckt. Was ein Wortspiel. Das war eh der geilste, wenn der Held noch in die Ersatzbank fällt. Also die wissen, mit uns ist nicht gut Kirschen essen. Und Eishockey spielen schon gar nicht. Montgomery, du bist ein Stückchen weiter vorne. Da denken wir doch mal mit, ne? Aber bleib doch in Scheibenbesitz. Topping. Ach, schade. Oh. Ah. Zu abrupt abgedreht. Ich hab ihn. Jetzt hier. Oh. Montgomery. Oh Gott, ey. Komm schon, bleib dran. Jetzt, geh doch durch. Nein. Riesenmöglichkeit. Das ist nicht wahr.
Hervorragender Save von Fiebelkorn. Wir sehen, was Montgomery bringt. Die Scheibe hervorragend vors Tor und Blattmann. Schade, war vielleicht sogar schon ein bisschen zu nah. Ah, der Puck war auch richtig knapp am Keeper vorbeigespielt. Damn it! Schade. Und aus. Zweites Drittel ist vorbei. Weiterhin 1:0 Führung für unser Team. Und ich hoffe, so geht es weiter im letzten Drittel. Bleibt unbedingt dran. Bis gleich. Und da sind wir wieder. Letzten 20 Minuten. Und wenn es so weitergeht wie bisher, wir haben absolut einen Top-Tag heute erwischt gegen die Americans. Anders lässt sich das hier nicht beziffern, denn wir lassen wenig Chancen zu und sind selber sehr aktiv. Nein! Nein! Das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht. Dieser vermaledeite Pfosten heute. Oh! Und da ist er wieder. Diesmal war er gut. Strafe angezeigt? WTF? Aber nicht gegen mich, oder? Oder doch? Wer muss? 4 Minuten? Ich war's nicht. Gott sei Dank. Die Nummer 4. Aber warum denn 2 plus 2 Double Miner? Oh, da hat er im Gesicht getroffen, oder? Moose. Jawohl, so ist es. Für Hohenstock. Trifft sein Gegenüber im Gesicht. Und das ist natürlich zu einem sehr, sehr ungünstigen Zeitpunkt jetzt. 4 Minuten Unterzahl. Das heißt für mich also, ich werde wahrscheinlich 4 Minuten nicht spielen. Ach du Scheiße, warum denn? Tot. Aber gut, wenn man natürlich mit dem Schläger den Spieler im Gesicht trifft, das kann schlimme Verletzungen hervorrufen. Und das muss natürlich nicht sein. Da hat der Schiedsrichter korrekt entschieden. Das muss man hier der Fairness halber sagen. Aber Deschenaux, der macht das gut. Er bleibt an der Scheibe. Und jetzt ist 0:2 in Unterzahl. Das wäre natürlich bitter für die Americans. Alle dürfen, außer ich. Toll. Ich verstehe es nicht. Warum? Tot. Hubic holt sich die Scheibe und bringt das Ding weg. Oh, da trifft er tot mit der Scheibe im Gesicht. Face to face heute. Und die Hälfte der Unterzahl jetzt vorbei. Mann, 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 Mann. Aber Tri-City bislang, ja, nicht verständlich, warum die auf Rang 1 sind. In der Konferenz. Aber ich will es nicht beschwören. Vielleicht heute einfach nicht der Tag oder... Ich weiß es nicht. Aber noch ist ja nicht aller Tag abends, Skapski. Und ich sollte einfach aufhören, darüber zu reden. Einfach hinnehmen, wie es ist. Kann man im Nachhinein einfach noch drüber reden. Und oh, 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 oh. Da wird es ein bisschen wilder. Und die Trikots gefallen mir richtig geil von den Americans. Ah, das wäre auch so ein Team gewesen. Hätte ich mich sicher erstmal totgelacht. Und dann hätte ich mich wohl gefühlt. Ranking. So geil. Im Ranking. Ganz weit oben der Kerl. Mann, 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 Mann. Was für ein Team. Gibt's doch nicht. Fiebelkorn. Naja. Jeder kann nichts für seinen Namen dementsprechend. Egal. Strongwall. Oh, das war abseits. Das habe ich gesehen. Das war schon abseits. Face mit der 27. Und ich darf nicht aufs Eis. Ich verstehe es absolut nicht. Mann. So, den Topscorer, den lässt man Powerplay einfach mal auf der Bank. Ne? Easy going. Naja, muss man mal gucken. Vielleicht kommen wir da irgendwann auch noch hin. Jetzt haben wir ja gerade mal 17. Partie.
Aber was heißt gerade mal? Ich habe das Spiel jetzt gerade mal 4 Tage. Bei 17 Partien. Was das LP betrifft. Ich habe ja dann auch noch die DEL nebenher am Laufen. Und stimmt, da kann ich eigentlich mal jetzt schon zwischendrin die Ankündigung machen, liebe Freunde. Es geht ja Anfang Oktober. Ich glaube, am 3. oder am 4. Oktober geht's wieder los mit der NHL. Und genauso wie die DEL werde ich auch die NHL aufziehen. Nämlich immer dann, wenn die Los Angeles Kings in der Nacht spielen, werde ich auch das Spiel der Los Angeles Kings bei uns bringen. Ich habe mich entschieden, ich werde wieder mit den Kings spielen. Denn, ja, mein Top-Verein, mein Lieblingsverein. Und das will ich natürlich ausnutzen. Und dementsprechend, ich werde es allerdings selber spielen. So viel sei gesagt. Und dann kommt ab 4. oder 3. Oktober, ich bin mir gerade nicht mehr hundertprozentig sicher, ich glaube aber ab dem... Nein! Lässt er sich einfach tunneln, die Pflaume. Jesse Mücken. Und das war ja wohl läppsch. Verdammt. Ah, scheiße. Wie gesagt, ab, ich glaube, 4. Oktober, wenn die Los Angeles Kings ihr Auftaktspiel geben, gibt's auch auf meinem Kanal wieder die NHL-Kufen-Cracks. Und das wird wieder eine richtig geile Saison, liebe Freunde. Wenn sie so wird wie letztes Jahr. Das war ja überspannend im Stanley Cup Final. Und ich muss raus. Abseitswarnung. Oh Mann, jetzt los wieder. Jetzt bloß wieder nicht aus der Hand geben, Freunde der Nacht. 5 Minuten vor Ende der Partie. Das darf nicht sein. Und ich freue mich drauf. Dann haben wir Lift Alive, dann haben wir die NHL und dann haben wir die DL. Und das wird natürlich den Spielplan dementsprechend ausfüllen, denn NHL-Spiele sind zwischen 3 und 5 in der Woche im Schnitt. Und ja, ich werde es natürlich dann zeigen, wenn es kommt. Und die DEL freitags und sonntags, also werde da wieder einiges zu sehen bekommen bei mir auf dem Kanal. Und dann sind wir wieder angekommen. Ich freue mich drauf. Nichols, Vorsicht, Leute. Oh Mann, wenn ich das Altmetall nur höre. Damn it. Ich will wieder rein, die letzten 50 Sekunden. Und es steht 1:1. Komm schon, mach ein Tor. Mir egal, ob ich nicht auf dem Eis bin. Ich will die Punkte. Deschenot. Oh, harter Check von Blutner. McHugh. Okay, ich bin da. Ich bin da, Freunde der Nacht. Schön in die Mitte. Blutner. Oh, Skopski, du Vogel. Mit der Fanghand. Like a butterfly. Halbe Minute noch. Und wir sehen was nochmal. Den hält er. Aber den anderen. Durch die Beine. Oh, da sieht der Keeper nie gut aus. Bei so einer Aktion. Aber unser Keeper, ich sag's ganz offen und ehrlich, sieht nie gut aus eigentlich. Ganz, ganz selten mal, dass er ein Spiel hervorragend macht. Oh Gott. Komm jetzt. Irgendwo hin. Nein. Es ist nicht die Möglichkeit. Oh, Feser. Die letzten 4 Sekunden. Jetzt nur keine Scheiße bauen. Und wir gehen in die Overtime. Oh, Scheiße. Nein, Mann. Fuck. Quatsch, Alter. Ich, ey, komm. Erzähl nix. Also so ein Quark. Spielverweis für Behinderung. Da muss man sich einfach mal die zwei Gegensätze angucken. Spielverweis und Behinderung. Hallo, wenn der eine Behinderung davonträgt, dann vielleicht. Aber doch nicht, weil er... Alter. Und das wieder mal zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt. Das darf einfach nicht sein. Sowas darf einfach nicht passieren, liebe Freunde.
Die Nummer 18 sitzt die Strafe ab, für den also die Partie auch gelaufen. Und jetzt bin ich gespannt. Bislang ungeschlagen in der Overtime. Schaffen wir es trotzdem? Weil bislang war ich eigentlich ja Garant dafür, dass wir die Overtime geschafft haben. Aber ohne Spaß. Spielverweis wegen Behinderung. Wenn ich das schon höre, da platzt mir schon die Hutschnur. Ich hätte da jetzt erwartet, wegen hartes Checking oder wegen Ellenbogencheck oder weil ich den in die Bande gedrückt habe, aber doch nicht wegen Behinderung. Ja, da könnte ich mich wirklich aufregen jetzt. Aber bringt ja nichts. Und das war die zweite Spieldauerstrafe, die ich in meiner Karriere kassiert habe. Und das nach nur 17 Spielen. Boah, das läuft, das läuft. Was eine Scheiße, Freunde. Das ist unglaublich. Absolut unglaublich. Oh. Und genauso lang wie die Overtime oder die, ja, die Overtime noch dauert, genauso lang läuft die Strafe noch. Also es ist richtig übel. Duane, oh, Williams auf Topping. Und wieder von der Blauen, aber bislang halten sie gut stand und das ist natürlich gar nicht schlecht. Wir haben einen Punkt. Ich hätte aber gerne zwei, aber ich kann selber nichts mehr tun. Ich bin raus. Over and out now. Ah, es tut mir schon ein bisschen weh. Und da ist es. Overtime-Sieg für die Tri City Americans. Und das muss ich wirklich auf meine Kappe nehmen, liebe Freunde. Das ist natürlich ganz bitter. Das hätte nicht passieren dürfen. Aber wer kann denn ahnen, dass man wegen sowas eine Spieldauer kriegt, ey. Naja, ein Punkt haben wir. Und jetzt wird es mal wieder Zeit für einen Sieg, würde ich sagen, nach drei Spielen Niederlagen. Auch wenn dies hier in Overtime war. Ah, schade, echt. Das sah so gut aus am Anfang. Und dann zweimal nicht aufgepasst. Ah, die Strafe war im Nachhinein halt saublöd, ne? Aber wer rechnet denn? Egal. Abschließend das Thema. Kootenai verliert gegen Tri-City. Und ja, mit den Folgen müssen wir einfach leben. So eine scheiße Spieldauer. Ich könnte mich immer noch beömmeln, deshalb. Wegen Behinderung. Oh, wir haben eine Homestreak. Jetzt haben wir vier Spieler zu Hause, dann haben wir vier auswärts. Oh, 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 oh. Da sollten wir zusehen, dass wir da mal gewinnen. Das erste Spiel haben wir ja schon verloren. Also, schauen wir drauf. Blattmann Fioretti hat jetzt Feser überholt. Fioretti von den Moose Jaw. Moose Jaw Warriors. Und Blattmann weiterhin Tore ganz oben auf. Dann schauen wir auf die Tabelle. Oh my goodness. Moose Jaw vor Calgary, unser nächster Gegner. Madison auf 3, Kootenai auf 4. Wir haben uns trotz der Niederlage verbessert. Swift Current demnach auch verloren. Edmonton, die zu Beginn der Saison doch ganz weit oben standen, sind jetzt mittlerweile auf Rang 6 abgerutscht. Da hinten die Riders, die Blades auf 8. Dann haben wir die Rebels auf 9, die Hurricanes auf 10. Die Wheat Kings auf 11 und die Pats auf 12. Weiterhin in der Western Conference ganz vorne mit dabei. Tri-City und Kamloops. Aber Tri-City schon 6 Zähler vorne. 31 Punkte und somit auch erster in der Liga. Ich verabschiede mich jetzt erstmal von hier. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Spiel. Bis dahin, euer Bloody LP.